Ja, grüßt euch zum neuen Video. Heute haben wir hier wieder am Grasmähen. Da hinten wird schon fleißig gemäht. Haben wir gerade schon Drohnenaufnahmen gemacht, die können wir auch noch jetzt dann. Wir sind jetzt hier auf dem Luzerneacker wieder. Und ja, mein Vater tut schon schwarten. Oder fängt jetzt dann an. Wir haben es jetzt so um 2 Uhr. Morgen werden wir dann auch noch komplett schwarten den Tag. Und Sonntagvormittag wollte man häckseln. Damit es schön trocken ist. Weil es hat die letzten Tage doch noch viel geregnet. Und so nasse Suppen mag ich eigentlich nicht haben. Ein Aufbereiter habe ich auch sehr aggressiv eingestellt, dass er das schön alles knickt. Das sieht man hier. Da ist es geknickt. Da ist noch geknickt. Da auch. Der bearbeitet es eigentlich schon schön. Und da ist es geknickt, das kann ich natürlich jetzt auch trocknen. Ja, heute werden wir hoffentlich noch fertig mit Mahn. Da oben sieht man eine schwarze Wolke, aber die ist hoffentlich, kommt die nicht runter. Also gesagt hat er jetzt nichts, dass heute und morgen regnet. Erst wieder Montag. Heute haben wir Freitag. Das Häckseln kommt nicht in das Video mit rein, weil ihr seht es ja hier Sonntag. Seht ihr das Video, wenn wir am Häckseln haben. Darum kommt es dann nächste Woche mit rein. Das Video wird wahrscheinlich auch wieder nicht so lang werden, weil wir halt eben heute schon wieder Freitag kommen. Vorher mir halt noch ein bisschen was vom Mahnen und vom Schwadern und dann war es das wahrscheinlich auch schon wieder. Ich gehe mal ein bisschen näher dahin, dann seht ihr mal was. Ja, das hier machen wir auch gleich nochmal ab. Das braucht dann nicht rumstehen. Aber es ist immer blöd, wenn man direkt am Rand gleich macht, weil das ist dann doch eine Pflugfurche da. Und dann ist da ja nicht gescheit gemäht. Hier unter die Bahn müssen wir auch nochmal mit dem Heckmehrweg durchmachen. Das ist mit dem Frontmehrweg nicht so schön, weil mir die ganze Kabine so zerkratzt. Also mit dem Heckmehrweg außenrum mahen ist eigentlich schon nicht schlecht. Immer. Ja, diesmal machen wir mit dem großen Johnny. Aber letztes Mal habe ich mit dem kleinen gemacht, um zu schauen, ob die Fronthydraulik und Zapfen geht. Aber die geht ja. Und darum können wir mit dem großen jetzt wieder anmachen. Der braucht auch mal wieder Arbeit. Und dann können wir mit dem kleinen Johnny schwadern. Das geht ein bisschen schöner. Oder entspannter ist es. Mit Deiz geht es auch. Aber es ist halt ziemlich laut und. Ja, man ist nicht so schnell von einer Wiesen zur anderen. Gut, hier bei der Luzerne steht schon was dort. Vorhin haben wir Ackergras gemacht, da ist auch was dort gestanden. Aber diese Dauergrünlandwiesen, da steht halt nicht so viel Säu. Aber die braucht halt auch irgendwie mal an, weil echt viel wachsen tut auch nicht mehr. Wenn man jetzt hier schaut, das geht mir bis zu die Knie und her. Ja, das ist wahrscheinlich das, ich glaube, das ist sogar das letzte Jahr von der Luzerne hier. Da muss man es wieder umackern. Aber man sieht, da ist schon sehr lückenhaft. Auf der Kamera schaut es wahrscheinlich wieder nur lückenhafter aus, so wie beim Mais letztes Mal. Aber ja. Was kann ich nur sagen? Das Heu mähen wir nächste Woche. Na, ja, entweder Ende nächste Woche oder übernächste Woche, wenn es wieder schöner ist, weil nächste Woche, Anfang nächste Woche sagt der Regen. Montag auf alle Fälle. Und dann mal schauen. Irgendwann mähen wir dann nochmal Heu. Alles auf einmal. Damit er mit der Presse nicht so oft kommen muss. Weil er kommt da auch der Braun. Ja, ich gehe ein bisschen weg vom Mähweg, weil ich mag eigentlich nicht, dass mir der Stor irgendwie rumfällt oder so. Aber es gibt ein paar nähere Aufnahmen mit der Drohne, da ist mir das
da ist es nicht so schlimm, wenn da eine storkige Drohne fliegt. Ja, mit denen das ja nicht wenden, sondern gleich schwadern alles, weil es ja der Aufbereiter quasi schon gewendet hat. Der Bulldog ist wieder auf 1000er Zapfwelle vorne und hinten, also eigentlich wie beim anderen Johnny auch. Das Frontmelk auf dem Kreuz, Steuergerät und das Heckmelk auf der Heckhydraulik. Und dann Vollgas. Ja. Also eigentlich ist es genauso von der Bedienung her wie beim anderen Johnny. Da glaube ich, habe ich das erzeugt. Ja, so ein paar Dauergrünlandwiesen haben wir noch und noch ein Ackergraswiesen. Das sind so 2 Hektar, 3 Hektar. Und Dauergrünland so, also 2-3 Hektar wahrscheinlich. Die machen wir jetzt dann noch und dann haben wir schon fertig mit Mahn.
Ja, vom Schwalm habe ich jetzt leider nichts mehr gefilmt gekriegt. Das ist jetzt relativ schnell gegangen. Und ich habe die Kamera nicht dabei gehabt, leider. Aber haben wir im letzten Video schon gesehen und das sieht man bestimmt mal wieder. Geschwadert ist alles. Jetzt ist Samstag und morgen, also Sonntag, kommt der Nächste in der Früh. Das kommt dann ins nächste Video mit rein, weil sonst kommt das hier nicht am Sonntag, das Video. Und ich mache das wieder kürzer, weil sonst geht das zeitlich mit dem Hochladen nicht aus. Dass das dann halt am 9. fertig ist. Darum sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Kaipi.